Bern, wo vor 75 Jahren der Weltpostverein gegründet wurde, versammelten sich im Nationalratssaal die Delegierten von 56 Nationen zur Jubiläumsfeier. Bundesrat Celio sprach vor einem ungewohnten Nationalratsparkett über die in vielen Stürmen erprobte Lebensfähigkeit der internationalen Postgemeinschaft. Sorgsam werden in Bern die Gründungsurkunden gehegt. Hier die Unterschrift des ersten Direktors, des Schweizers Borrell. Die ersten Ratifikationsurkunden, die deutsche ist von Wilhelm I. und Bismarck unterzeichnet. Die der Vereinigten Staaten folgt als nächste, dann die von König Oskar unterzeichnete schwedisch-norwegische, die russische, beschwert mit den Siegeln der zaristischen Macht und unter vielen besonders pittoresken, die türkische. Weltpostverein, weltumspannende Gemeinschaft zur Übermittlung von Botschaften von Mensch zu Mensch. Dass sie zwei Weltkriege und ihre entsetzlichen Folgen überstanden hat, liegt an der unentrinnbaren Notwendigkeit internationalen Zusammenwirkens in einer Welt, die von der Technik in eine Einheit verwandelt wurde.